Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Fine Longboarding. Heute wollte ich euch zeigen, wie ihr eure GoPro-Befestigung an eurem Longboard, also hier, befestigen könnt. Dazu benötigt ihr Alkohol zum Entfernen eventueller Dreckreste, Wattepads, eure GoPro-Halterung, das Gegenstück eurer GoPro-Halterung, die Schraube für die GoPro-Halterung und eure GoPro-Hülle zum späteren Ausprobieren. Dann legen wir doch mal los. Als erstes wollen wir die Fläche, wo ihr eure GoPro-Halterung hinklebt, reinigen. Ich werde jetzt die nehmen, wo das Preisschild klebte, da, wenn die Reste nicht weggehen, die Reste dann nicht mehr zu sehen wären. Dazu nehmt ihr den Alkohol und die Wattepads und tut etwas Alkohol auf die Wattepads. Dann nehmt ihr den Wattebausch und reibt einfach richtig über diese Stelle, wo sich der Kleberrest befindet oder der Dreck. Es ist einfach auch zur besseren Haftung des Klebers. Und da sieht man, wie viel Dreck sich dort noch befindet. Dann nehmt ihr ein Handtuch, um die Stelle trocken zu reiben, damit eben der Kleber gut festklebt. Dann nehmt ihr eure GoPro-Halterung und entfernt den Kleber. Das geht manchmal nicht so einfach, da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Und setzt ihn dann auf diese Stelle, wo ihr ihn haben wollt und drückt ihn ganz gut fest. Dann sollte er eigentlich perfekt haften. Jetzt haben wir hier unsere befestigte Halterung und nehmen das Gegenstück und befestigen es an der GoPro-Hülle. Dann nehmt ihr die Hülle und schiebt sie einfach in die Halterung hinein. Dann gibt es ein kurzes Klicken und dann wisst ihr, dass sie super fest sitzt. Und dann ist es auch schon fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keinen Daumen nach oben gebt, sagt mir doch einfach warum, dann kann ich das gleich verbessern.